Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexomon Extension. Wir müssen Lydia jetzt hier irgendwo finden, damit wir in das komische Labor da reinkommen, wo der eine Typ da rein will. Oh, was bist du denn? Geh weg, du langweilst mich. Okay. Kann ich außenrum gehen? Na, 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 klappt nicht. Okay, ich meine, Lydia ist da oben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Leute, ich nehme außerdem auf, ne? Eigentlich wollte ich tatsächlich das Wochenende gar nichts aufnehmen, weil irgendwie geht es mir nicht so gut. Weil ich fühle mich ein bisschen K.O. Hab zwischendurch oft Kopfschmerzen und sowas. Aber ich möchte so gerne Nexomon jetzt spielen. Deshalb mache ich das jetzt auch. Solange es mir noch gut geht. Oh, was passiert denn jetzt hier? Oh, die Power Rangers. Stolze Krieger der Dracheninsel. Leiht mir eure Kraft. Einer meiner Großdrachen ist zutiefst verärgert. Ich weiß nicht warum, aber wir müssen ihn so oder so bändigen. Kommt. Okay. Oh ja. Wow. Einer von Lydias Drachen spielt sich auf. Das ist recht unerwartet. Ja, dann müssen wir mal schnell hinterher, ne? Und gucken. Oh, da ist eine Höhle. Die Höhle, die interessiert mich jetzt aber gerade mehr. Ah, guck mal, hier kriegen wir noch mal ein paar Scherben her. Für neue Nexo-Traps. Oh, die Höhle ist sogar größer als erwartet. Oh Gott, hier gibt's ja Dinger. Fliehen bitte. Scheiße. Nein, ich will doch nur fliehen, bitte. Es gab auch ein Update zu dem Spiel. Die Chance zu fliehen ist jetzt höher auf jeden Fall. Und man kann mit B ja rennen. Stimmt, das haben sie auch noch reingepatcht. Oh, das sieht ja cool aus. Okay, das muss ich haben. Dich muss ich haben. Du siehst ja cool aus. Siehst wie ein noch komischeres Goldini aus. So, füttern wir dich erst, ja, ne? War irgendwas mit 28? Nee, okay, dann füttern wir dich nicht. Aber wir haben eine Wassertrap für dich. BBXXYAA. Ja, super, Glimmery. Nice. Stil plus Schnelligkeit. Die Anziehungskraft eines Glimmerys hängt mit seinen Kampffähigkeiten zusammen. Ein Sieg mit Lämmer. Alles klar. Ins Lager mit dir. Ab ins Lager. Ich habe meine Nexomon auch alle auf 25, glaube ich, trainiert. Ja, hier hat sich entwickelt zu dem da. Aber das habe ich, glaube ich, nicht aufgenommen. Naja, macht nichts, Leute. Ich kann B drücken. Ich vergesse das immer, dass ich jetzt schnell laufen kann, Leute. Das ist echt gut. Ist das nicht der Drache von da unten beim Lift? Weiß ich nicht mehr. So eine Hysterie. Was ist in dich gefahren? Ich bin dein Meister. Du wirst mir gehorchen. Komm zu mir oder ich werde dich zwingen. Da! Wow, ich habe noch nie einen so aufgebrachten Drachen gesehen. Das ist unvorstellbar. Du hattest recht. Meine Drachen sind nicht so zahm, wie ich dachte. Sowas kann nur passieren, wenn sie einen Feind in der Nähe spüren, oder? Ja, ein wirklich gefährlicher Tyrant muss sich auf den Dracheninseln verstecken. Ich muss den Tyranten finden und... Da gibt es keinen Grund für. Hä? Oh, wer bist du denn? Was für ein Chaos. So viel zu deinen loyalen Drachen. Das ist nicht der von der Gilde? Weiß ich nicht mehr. Ich bin Zandas, einer der Großmeister der Gilde. Ah, Moritz, richtig? Glückwunsch zur Beförderung, Kindchen. Und von allen Themen, die Amelie hätte senden können, musstest du es sein? Ein wilder Drache erfordert einen professionellen Thema, nicht einen zweitklassigen wie dich, Lydia. Du kannst dich glücklich schätzen, dass Amelie dich so sehr mag. Sonst würde ich dich nach Lateria schleppen, den Ort, an den alle Kriminellen gehören. Versuch's doch, alter Mann. Leute, der Drache...
Moritz, du bist ein bemerkenswerter Tamer, wurde mir erzählt. Warum kommt ihr nicht mit mir? Dann zeige ich euch, wie ihr ihn platt macht. Zieh sie nicht in deine Mission hinein, Zandas. Sei jetzt ruhig! Du hattest deine Chance, jetzt lass die richtigen Kämpfer das erledigen, Mädel! Alles klar. Wir müssen das so eh machen. Ich werde genau hier warten, Ich kann diesen Idioten nicht gutheißen, aber seine Kraft ist unbestreitbar. Mach, was du willst, Moritz, du bist in guten Händen, sozusagen. Ich würde aber viel, viel lieber mit dir, Lydia, kämpfen, als mit ihm. Das ist ja jetzt traurig. Ach Mann, das ist echt traurig. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will nicht mit dir eigentlich. Regel Nummer 1. Lydias Drachen folgen immer dem Geruch von Tyranten. Außerdem von Eurus. Er ist ein bisschen anders. Ihr bereitet einen Köder vor, der wie ein Tyrant riecht. Und dann werde ich ihn bekämpfen, okay? Ein Köder? Was brauchen wir dafür? Geht zurück zum Dorf. Die Leute dort arbeiten als Drachenjäger. Irgendjemand wird euch einen entsprechenden Köder herstellen. Ich glaube, ich kenne jemanden. Er hängt den ganzen Tag am Marktplatz rum. Gut, lass mich nicht warten. Okay. Jetzt sind wir Drachenköder. Super. Zumindest gibt er uns dafür Geld. So, Marktplatz. Da müsste ja auch hier hinten sein. Oh, ich find's gut, dass ich jetzt laufen kann. Bist du der Typ? Oh, versuchen diese Fremde einen Drachen zu fangen? Wir müssen einen Lydias Drachen anlocken. Was? Was? Das sind die Großdrachen, Leo. Komm schon, Mann. Wir brauchen nur einen Köder, der wie ein Tyrant riecht. Und wie riecht ein Tyrant, Leo? Blöd. Damit kann ich euch nicht helfen. Und Eurus Geruch zieht Drachen aus irgendeinem Grund nicht an. Du weißt ja, es gibt einen Wissenschaftler, der in dem Labor gearbeitet hat. Er wurde einst von Großdrachen verfolgt. Was jetzt? Hehe, dieser Typ ist die einzige Person, die ich kenne, die mal von einem Drachen verfolgt wurde, versteht ihr? Wenn also jemand weiß, wie man Drachen anlockt, dann er. Okay. Angeblich soll er sich zurückgezogen haben und am Rande des Dorfes leben. Dort unten sind laute Häuser, lass uns dort hingehen. Wie, da unten? Ich dachte, da unten ist Endstation. Seltsam. Okay, dann gehen wir hier runter. Ich dachte, hier unten wäre Endstation. Okay, das ist zwar ein Haus. Lauter Häuser, ich sehe nur eins. Bist du der Typ? Okay, nee, der ist es nicht. Was ist mit den Geistern? Auch nicht? Okay, dann... Tschüss, ihr kleinen Kinder. Alter, hier unten ist gut. Hier unten ist alles voll. Fotograf. Wahrscheinlich auch nicht. Nee, hier doch erst recht nicht. Aber da unten ist eine Kiste. Habe ich die nicht geöffnet letztes Mal? Oder waren wir hier gar nicht? Laufschuhe. Laufschuhe. Nice. Ich habe auch, gesehen, beziehungsweise in den Update-Daten gelesen, dass es jetzt noch mehr Avatare gibt. Aber gefällt uns hier irgendeiner von? Der sieht ja lustig aus. Nö. Naja, egal. Wir wählen diesmal aber einen anderen Begleiter aus. Und zwar die Biene. Biene ist auch süß. Okay, hier unten scheint er auch nicht zu sein. Oh, naja, so viele Häuser sind da hier unten nicht. Da ist noch ein Haus, das ist auch ein alter Opa, der könnte es tatsächlich sein. Komm hier, Plasmakanone. Sehr schön. Oh, verfehlt, das ist nicht so schön. Mann, du Steinhaufen. So, hallo. Aha, okay. Du bist es auch nicht. Also ich glaube, er hat uns geprankt, wirklich. Als ob ich hier nicht am Rand des Dorfes bin. Hier unten bin ich ja schon viel zu weit weg. Ich gehe nochmal hoch. Und dann vielleicht nach links. Hier ist auf jeden Fall noch ein Haus. Ah, da könnte es vielleicht sein. Jedes nächste Mal ist unterschiedlich. Jetzt ist schwer zu wissen, welches Futter man nehmen soll, um sie anzulocken. Kauf einfach ein bisschen was von allem, wenn du zum Marktplatz gehst. Okay, der scheint auch nicht zu sein.
gehen wir hier mal hoch. Ja, hier lebt ja auch niemand. Also ist hier jemand? Hier ist auf jeden Fall ein Wiederbeleber. Ist natürlich sehr gut. Aber hier ist kein Haus oder so. Nee. Ja, tschüss, Biene. Also dann wahrscheinlich doch im Dorf irgendwo. Und irgendwie wurde das dann falsch. Also hingezogen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Also hier unten kann es nicht sein. Nach rechts können wir nicht. Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es echt noch nicht. Wo denn? Bist du das? Nee. Am Rand des Dorfes. Wir gehen mal nach links. Wir gehen mal hier nach links. Oh, hier haben wir einen Platz. Okay. Hier oben war die Sackgasse, oder? Ja. Hey, da muss das ja doch da unten irgendwo sein. Oh Gott, ey Leute, ey, was ist das hier schon wieder? Wieso ist das so kompliziert? Ich weiß es nicht. Biene, komm noch mal mich schneller hinterher. Wieso hilft mir denn hier keiner? Hilfe! Wir sprechen den Typen da jetzt an. Danke, Mozi. Oh, so, den haben wir irgendwas gegeben, stimmt. Ach, oh, da bin ich komplett reingelaufen. B, fliehen, ja, danke. Super. Super, super, dupi. Oh nein, ich will nicht kämpfen. Aber da geht's ja eh nicht weiter. Da geht's doch eh nicht weiter. Brauche ich gar nicht hinzulaufen, ey. Och, jetzt geh ich da auch noch rein, ey. Ach, fliehen bitte. Danke. Ach, Verzweiflung pur, ey. Ich hab keine Ahnung, wo. Ach, nee, ey. Ja, fliehen bitte. Wo ist der? Nee, ich hab nichts für dich. Sorry. Oh, hier ist auch ein Haus. Meinen die das? Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Als ob die das hier meinen. Ein Silberteil meiner Gilde. Kann ich dir helfen? Könntest du uns erzählen, wie wir einen von Lydias Drachen anlocken können? Das ist verrückt! Aber naja. Da du ein Gildenthema bist, sollte ich mich ein wenig kooperativ zeigen. Eine meiner Aufgaben ist es, ein Parfüm zu entwickeln, aus dem Geruch von Tyrannen ähnelt. Ich kann aber nicht verraten, wofür. Es funktioniert einwandfrei. Ich hatte mal aus Versehen etwas auf meinen Mantel geschmiert und wurde den ganzen Tag von Drachen verfolgt. Ein paar Reste habe ich noch. Schaut euch um. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Okay, wir sollen uns umschauen. Das heißt, es kann ja nur da hier drin sein. Nee, Orange. Ich schaut euch um. Haben wir es jetzt oder nicht? Hier ist doch nichts. Ah, ich kann A drücken bei manchen Sachen. A? Okay. Nichts. Oh Gott, das ist jetzt hier alles A hier. Ist auch nichts. Auch nicht. Kocht er das? Nee, tut er nicht. Ob es da jetzt im Kleiderschrank ist. Ah, hier. Du hast Drachenflasche erhalten. Super. Oh, schau mal. Das muss die Ampulle sein, über die er gesprochen hat. Oh, du hast es gefunden? Fantastisch. Aber wage es ja nicht, das Ding in meinem Haus zu öffnen. Ja, okay. Okay, dann zurück zum Typen. Komm, Bienchion. Bienchion, wir sind von oben gekommen, oder? Ja, ich glaube schon. Hi. Und weiter geht's. Da. Ich finde es schade, dass man den Soundtrack hier nicht so gut mitsummen kann. Ne, geht nicht so gut. Hört sich auch nicht gut an. So, dann können wir eigentlich auch direkt unsere nächste Mal nochmal heilen. Mein Steini. Mein Steini. Ja,
Hallo, ja. Ich habe außerdem auch zwischendurch hier Neximon gefangen. Kann ich auch mal eben zeigen, wenn ich schon mal hier bin. Wenn ich gelevelt habe. So ein paar habe ich halt. Blizzard fand ich ganz cool. Flotter. Der hier Ohren erinnert mich ein bisschen an Lavitar. Das hätte auch eine gute Entwicklung für Lavitar sein können und nicht Pupitar, sondern das da halt dann. Naja. So, dann gehen wir mal schnell zu dem Typen und besiegen den Drachen. Falls wir es schaffen. Aber ich glaube an uns. Ich glaube an uns. Ich hatte jetzt gerade kurz das Intro von Avatar im Kopf, aber ich, irgendwie fällt es mir gerade überhaupt nicht mehr ein. So. Oh, da warten sie schon. Na, Kleiner, bereit? Zandas wird den Köder verwenden. Okay, okay. Ich bin bereit, Junge. Junge. Endlich. Da ist er. Schau mich an, du verfluchter Drache. Ich bin gekommen, um dich mit bloßen Händen zu besiegen. Hä? Scheinbar funktioniert der Köder. Er denkt, ich bin ein Tyrant? Hast du das Zeug auf dich selbst getan? Komm her, du schwaches Biest. Schlag mich mit allem, was du hast. Ah. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist von ihm, aber okay. Meine Güte! War das alles, was du drauf hast, du schwache Kreatur? Wo ist das Problem? Bist du wirklich ein Drache? Du bist schwächer als ein Mikromon. Hat dir gerade einen Drachen geschlagen? Hm? Wag es nicht, vor mir wegzulaufen, laufen Anfänger. Springt jetzt auf ihn drauf, oder was? Das werde ich nicht erlauben. Nimm das! What the fuck, einfach nur. Was für eine Zeitverschwendung. Amelie hätte Edward an meiner Stelle schicken sollen. Kleine Aufgaben wie diese sind genau richtig für ihn. Arg! Halt die Klappe! Ich bin kein Tyrann. Du wurdest vom menschlichen Nennen besiegt. Merkt ihr das? Hey Moritz, fühl dich frei, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Das sollte ein gutes Training für dich sein. Alles klar. Okay. Sollte ein gutes Training für uns sein. Ich glaub's auch. So, Plasmakanone. 20, 20 ist gut. Oh, 21 geht sogar. So, ich glaube, den Fall, den könnten wir gut schaffen, tatsächlich. Und 27 ist aber schon viel. Aber wir haben schon 100 abgezogen. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Super. Okay, er hat irgendwas da gemacht. Aber. Boah, Alter, ich habe jetzt die Hälfte mit dem abgezogen. Da er Feuer ist, nehme ich Geist, weil ich hätte eigentlich ganz gerne, dass er die Erfahrung bekommt. Schwarze Flamme. 15, okay. Oh, okay, ich glaube, du kriegst die Erfahrungspunkte tatsächlich nicht. Sorry. Dann nehmen wir Fendios. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. 49, oh, Alter. Aua. Am Ende kriegt mein Psychotyp da die Erfahrungspunkte. Psy-Geysir. Und nochmal Psy-Geysir. Oh, er kriegt sie wirklich wahrscheinlich. Oder? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Level up, nice. Exzellent. Gut gemacht, Moritz. Dann haben wir es gezeigt. Wenn du so weitermachst, wirst du womöglich schneller befördert, als du denkst. Übrigens, das hier ist eure Belohnung für eure gute Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Zumindest einer schätzt unsere Arbeit. Und jetzt entschuldigt mich. Ich werde diesen ungehorsamen Drachen zu Amelie bringen. Passt auf euch auf. Und das ging schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist, Moritz. Jetzt, da wir das Dorf gerettet haben, schuldet uns Lydia was. Bestimmt können wir sie bitten, uns in das verlassene Gebäude zu lassen. Vielleicht, sie muss irgendwo im Dorf sein. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Wir wissen immer noch nicht, was diesen Drachen so beunruhigt hat.
Ich wette mit euch, hier ist irgendwo ein Typi. Irgendwo ist hier ein Tyrann, Leute. Ich sag's euch. Und ich denke, er ist im verlassenen Labor. Ich bin echt gespannt. Aber erst müssen wir jetzt Nexomon heilen. Bevor wir Lydia suchen. Also ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich hab's wirklich im Gefühl, dass das gleich so sein wird. Dass dort ein Tyrann auf uns wartet. So, aber erstmal hier heilen. Ja, super. Ich weiß noch nicht, wie lang der Part wird. Also, ich versuche 40 Minuten anzupeilen. Aber wenn ich gleich K.O. bin, ne, dann lassen wir es. Irgendetwas stimmt nicht, Moritz. Nur ein absurd starker Tyrann kann meinen Drachen so verrückt machen. Er muss ganz in der Nähe sein. Und doch ist alles in Ordnung. Das beunruhigt mich. Wobei es einen Ort gibt, den ich noch nicht überprüft habe. Das verlassene Labor, das muss es sein. Was in diesem Haus ist, ist ein schreckliches Geheimnis. Wenn du dich traust, mitzukommen, habe ich nur eine Bedingung, Moritz. Ich brauche verlässliche Verbündete. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, wenn etwas schief geht, und das wird passieren. Okay, wir haben den Schreinschlüssel erhalten. Dieser Schlüssel eröffnet einen antiken Schrein außerhalb des Dorfes. Innerhalb des Schreins findet ihr eine Kraft, die uns beiden von Vorteil sein wird. Wenn ihr diese Kraft erlangt, werde ich euch als gleichwertig anerkennen, als Kameraden. Nur dann werde ich euch die Geheimnisse des Labors verraten, verstanden? Okay, ein Schrein? Wen interessiert's? Lass uns aufbrechen und den Schrein finden. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Der ist wahrscheinlich ganz rechts, ne? Vielleicht, ich weiß nicht. Oder ist das der linke? Das könnte auch der linke gewesen sein. Wo so viel Platz noch war. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. So, wir gehen, glaube ich, mal ganz rechts, ne? So, was willst du hier? Ne, erstmal nicht. Du hattest zwar sehr, sehr gute Angebote dabei, aber ich möchte, glaube ich, das erstmal nicht machen. Oh, lass mich bloß vorbei. Oh, ich find's. Oh Gott. Oh doch, ich kann hier ausweichen. Sehr schön. Gehe ich nach rechts oder nach links? Oh, ich. Cool, das sieht eigentlich hier gut aus. Oh, warte, da unten, da geht's auch noch her. Ah, ich weiß gerade nicht. Hier gehen wir gleich mal kurz gucken. Ich möchte erstmal hier unten, ja. Ach, das ist eine Leiter. Eine Leiter. Ah, hier ist es. Ach, oh, war der richtige Weg. Ach, guck mal, hier ist die Biene. Das ist ja lustig. Aber wir müssen Flucht machen, weil ich möchte jetzt keine Punkte verlieren, weil wir wissen noch vom letztes Mal. Ach, da, die Steine sind auch neu. Die heilen euch dann komplett. Okay, dann sind das die. Oh, das muss der Schrein sein. Okay. Oh, oh. Ey, das ist doch, dieser Ort ist einer dieser Elementschreine, genau wie der bei Ignitia. Ich wette, Lydia hat die Kraft dieses Schreins benutzt, um Eurus auszubrüten. Und jetzt will sie, dass wir das gleiche mit unserem Ei machen. Genau, deswegen sichern wir erstmal ab. Ja, überschreiben, danke. Super. Super, hallo. Und wer hat euch erlaubt, das zu berühren? Interessant. Das ist einer dieser Geister. Das muss ihr Grab sein. Nennt mich Nadine, ihr Deppen. Ich war der antike Tyrann des Sturms. Ventra. Das zweite Kind von König Omnikron. Und mit diesen Flügeln eroberte ich die Himmel dieser miserablen Welt. Omnikron war ja auch ein Tyrann. Der König der Tyranten. Unübertroffen und vollkommen. Besiegt nur durch den Betrug eines seiner Kinder. Aber ihr seid nicht hier. Für eine Geschichtsstunde, oder? Ihr seid gekommen, um meine Kraft zu verwenden. Nun, worauf wartet ihr? Holt sie euch! Was, wirklich? Einfach so ohne Kampf? Wow, das ist mal angenehm. Für einen Moment dachte ich, wenn du mich besiegen kannst. Oh, zu früh gefreut. Wie auch immer, wie schwer kann es schon sein, den Geist einer alten Frau zu besiegen? Hier etwas Trivia für euch.
Bei Vorgängern dieses Spiels haben sich unzählige Spieler über die Schwierigkeiten meines Kampfes beschwert. Die Entwickler mussten mich schwächer machen. Das wird meine Rache sein. Okay. Also gab es die schon im alten Spiel? Das ist auch cool, gut zu wissen. Okay, der heilt sich gerne. Das Problem ist, der hat 100. Oh Gott. Oh Gott, ich bin eingefroren. Ah, super. Palmschüttler, komm mal einfach. Oh, ich glaube, das könnte echt schwer werden, wenn er immer hier 100 Lebenspunkte wieder regeneriert. Regeneriert, ey. Glatteis. Oh, schon wieder, ey. Komm, frier ihn bitte ein. Frier ihn bitte ein. Und ja, immer plus 100, wenn ich ein neues Nixemon rufe. Es scheint nämlich noch so zu sein. Verursacht Elektro-Chance 20%, 30%. Ist aber... Ich muss 20%. Ah, ne, er hat nicht. Okay. Komm, Paralyse oder sowas. Irgendwie sowas, bitte. 28, okay. 13, ja. Okay, der ist... Oh, jetzt hat er wieder 100 gemacht. Oh Gott, wie oft kann er das machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sollte ja mal deine Chance hier mal zu glänzen, ne? Oh, verfehlt ist natürlich jetzt nicht so cool. Aber egal. Du bist nicht eingefroren. Das ist gut. Sehr gut. Oh, mega. Hast du gut gemacht. Hast du echt gut gemacht. So. Wenn wir jetzt Glück haben. Es wird spannend. Ah, doch nicht. Es wird... Oder? Oh, es könnte doch noch spannend werden. 46. Oh. Okay, das probieren wir jetzt gleich nochmal. Als ob ich da hinten laufen muss. Nee. Als ob ich da noch mal hinlaufen muss. Nee. So haben wir ja nicht gewettet, ja? Als ob ich da noch mal hinlaufe. Den ganzen Weg, ey. Wieso starte ich jetzt nicht davor? Ich verstehe es nicht. Egal. Egal. Oh, hab ich schon lange nicht mehr gesungen. So. Ich hoffe, ich hab gespeichert. Ich 36, oh. Doch, habe ich gut. So, wir tun Licht nach vorne. Haben wir noch ein paar Kerne? Steigt den LP-Wert, oh, das ist eigentlich ganz gut. Menge der im Kampf verdienten Münzen. Ja, komm. Haben wir das irgendjemandem gegeben? So. Hi, da bin ich wieder. Blub. Komm, Nadinchen. Wir besiegen dich jetzt mal eben, ja? Weil du sagst ja, du wurdest geschwächt. Ich kann schon verstehen, wieso du geschwächt worden bist. Einmal, du heilst dich die ganze Zeit und zweitens, du bekommst die ganze Zeit irgendwie hier Eis gefroren, schon wieder gefroren. Krass aus. So, hier. Bitte vergiften. Alter, 61 Schaden, was ist das denn, Junge? Ist das nicht dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst, ganz ehrlich, Glatteis. Ach komm, frier die Olle ein, bitte. Frier sie einfach nur ein. Oh nein, ist wieder voll. Mann, ey. 65, was ist das, Junge? 65, ey. Naja, zumindest kann er hier ein bisschen was... Oh, vielleicht doch nicht so viel machen. Letztes Mal konnte er mehr machen. Das auf jeden Fall. Und das Plasma-Ding, ja? Danke. 53, ey. Oh, jetzt ist er wieder voll. Ist das hier nur für einen Gegner, bitte? Was ist das? Hier, 25, bitteschön. Oh Gott, ey.
Vielleicht sollten wir letztes Mal irgendwie seine Ausdauer schauen, aber der 300, das wird ja ewig dauern. Boah, er macht so auf dieses Kacke da, diese Kacke da, ne? Krass aus. Ich weiß, du machst eigentlich echt guten Schaden, ja, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Ja, es sieht doch, eigentlich sieht es gut aus. Items. Befern wir nicht. 90 ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Was macht er? 40. Okay, einen Angriff können wir machen. Oh Gott. Okay, wir können noch einen Angriff machen. 42. Puh, das ist wieder was, Leute. 140. Mal gucken. Macht er seinen Wirbelsturm? Nee, macht er nicht. Oh, 40 ist aber knapp, Leute. 40 ist wirklich knapp. Nee, ich muss da nochmal hier heilen. 40 ist mir zu knapp. Oh, da 41. 41 wäre echt viel gewesen. 16, okay. Komm schneller. Nice. Ach gut, wir haben es geschafft, ey. Krass aus. Puh. Aber leider nur mit Tränken, Leute. Es tut mir leid, aber es muss jetzt sein. Nun, scheinbar wird meine Kraft in guten Händen sein. Komm her, Moritz. Nimm die Überreste meiner Kraft, bändige den Wind nach deinem Willen. Das Ei hat alle Kraft von Nadine aufgesaugt und es ist noch immer nicht geschlüpft. Meine Güte, ich habe noch nie so ein merkwürdiges Tyrantenei gesehen. Es hat bereits zwei Elemente in sich und will noch mehr? Moritz, was auch immer aus diesem Ei schöpft, wird die Geschichte verändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Ja, ich hoffe zum Guten, ne? Tutorial, du kannst jetzt den Grünfeldern, verlass jetzt bitte mein Grab, ich muss mich ausruhen. Wir werden uns sicher nochmal begegnen, Moritz. Ich würde gerne deinen Tyranten kennenlernen, wenn er geschöpft ist. Das wird für uns beide ein interessanter Tag. Ja, das sehen wir dann. Okay. Ah, ich kann dann rüberhüpfen. Okay. Cool, Leute. Dann würde ich aber fast sagen... Oh, danke. Das war's mit... Nexomon für heute. Wir sehen uns dann, wenn's gut geht, also wenn's mir morgen gut gehen sollte, dann nehme ich morgen natürlich auch nochmal Nexomon auf. Dann kommt auch was. Oh nein, jetzt bin ich in den Kampf rein. Egal, dann bin ich schneller beim Dorf. Leute, dann bin ich schneller beim Dorf, wenn ich jetzt hier scheitern sollte. Ja, gehen wir eben hier gucken. Sehr schön verloren, nice. Super, Leute. Ja? Dann würde ich einfach sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann vielleicht morgen. Und wenn nicht, Montag versuche ich was aufzunehmen. Tschüss!